So, willkommen zurück. Wir haben in der letzten Folge erfahren, dass der Wald brennt und deswegen hätten sie sich rasieren sollen. Und ich wechsle mal ein Teammitglied aus. Oh, Onne ist erst Level 21, aber ich habe sie ja auch nie wirklich dabei gehabt. Nee. Nehmen wir Dake mit. Mal wieder eine ganz andere Gruppe, weil wir es können. Der Busch brennt. Ioka-Hütte. Ach, die haben uns doch immer so einen Kram verkauft. Aber wir haben ja keine Items mehr, um zu handeln. War das nicht hier? Wo war denn das, wo der Wald brannte? Wo brennt der Wald? Oder wo drückt der Schuh und. Ah! Treffpunkt. Oder vielleicht der hier? Was ist das? Laruba. Ruinen. Oh mein Gott. Reptiten-Kino nehmen. Alle verletzen. Die kämpfen. Was nun? Scheint, als wären wir richtig. Wer kämpfen getötet? Ihr Ungehorsam, also Reptitenböse. Was zur? Leas Schuld. Alles kaputt. Reptiten dir folgen. Dorf jetzt verbrannt. Leas Schuld anerkennen. Reptiten stark, lange vor uns gelebt, schlau und wir verstecken. Aber Lea sagen zusammen kämpfen, Lea noch kämpfen? Lea kämpfen, wenn Leben gewinnen und leben, verlieren und sterben, Regel und nicht ändern, süß. Alter Mann atmen, aber tot innen. Lea stark und große Worte führen, wir keine Macht haben. Doch Macht haben, wir kämpfen und Macht kriegen, Lea helfen, aber Daktyl brauchen, Daktyl geben. Daktyl? Daktyl brauchen? Zu Tyrannohöhle gehen, Ort der Reptiten. Gefährlich, Lea sterben wollen? Leben wollen, also gehen. Lea, okay, Daktyl geben. Daktyl? Okay. Aerodaktyl oder so, keine Ahnung. Zu Daktylnest gehen, Wächter helfen, Acht geben, Lea. Danke, alter Mann. Auf uns wartet sie natürlich nicht. Du, aufpassen, Lea. Total vergessen, wie man nochmal rennt, ey. So, und wohin müssen wir jetzt? Zum Daktylnest. Wo ist das Daktylnest? Das müsste ich wahrscheinlich irgendwo in den Bergen befinden. Fragt euch nur, wo? Ah, das sieht schon mal vielversprechend aus. Daktylnest. Oh, okay. Und Lea ist nicht da. Schau mal eben nach, ob sie wieder in ihrem Häuschen sitzt. Und draußen in unserer Wohnung geht's hier voll ab. In der Küche wird gekocht und es ist sehr laut. Nein, Lea ist nicht hier. Kann man da hochlatschen? Och man. Oh, lecker braten. Om nom nom. Ah, nee. So. Dann gehen wir in das Daktylnest. Weil wir es können und weil sich meine kleine Schwester Lea da aufhält. Lea, Boris und ich, und ich mag diese Viecher jetzt schon nicht, aber egal. Ja, ein Affe. Und Steine. Gruftaffe, ach du. Ach, der wirft diese hässlichen Steine auf uns. Und es tut weh. Technik, Feuerwurf. Was? Aus wie so ein kleiner Vulkan. Oh, und es macht nur Schaden, das Feuer. Aber wie schön, dass man die immer auswechseln kann. Die Charaktere. Aber erstmal muss die gute alte Onya mal wieder ein Level dazu kriegen. Und die machen echt keinen Schaden. Das ist frustrierend. So. Jetzt machen wir mal diesen Typen da platt, den Giftaffen. Das stärkste Team wäre immer noch Dake, Lea und Payne. Was ich später auch machen werde. Weil ich glaube, Dake und Payne lernen zusammen noch diese ein Heilungs-Dingsbums. Heilungskombi für alle. Okay. Was haben wir da? Avian Rex. Klar. Bams.
Also ihr wisst jetzt schon mal, wie mein späteres Team aussehen wird. Dake, Lea und Rex. Da ich vermute, dass wir Lea auch mitnehmen nach den Reptiten und nach dieser Steinzeit. Vermute ich jedenfalls. Vielleicht aus dem Grund, weil Pedro jetzt auch mit uns mit ist. Und er erreicht nächste Stufe. Das ist schön. Ich brauche Lea. Wo ist Lea? Wir haben noch Lea. Das heißt, wir kriegen noch einen dabei. Ein Platz ist frei, also kriegen wir noch einen Charakter. Aber wer? Ich will es wissen. Und spoilert das bitte nicht. Im Ether-Medium. Ich mag die Musik. Steine! Töten. Wobei das da ist jetzt schon mal das stärkste Team. Jedenfalls jetzt. Aha, man macht also keinen Schaden an denen, wenn sie ihre Steinform da haben. Machen aber Schaden, sobald sie zum Vulkan wurden. Bam, 100. Ja, ich weiß, stumpfe Gewaltbewirkung. Aber wenigstens haben wir noch Magiepunkte für später, falls ein Boss kommt. Aber was sage ich da? Natürlich kommt ein Boss. Es sieht immer irgendwie sehr zweideutig aus, was diese Dinger da tun. Autsch. Dake ist cool. Ich mag den Roboter. Okay. Oh, genau. Komm da wohl nicht dran vorbei. Erstmal den hässlichen Stein machen. Nein, den, genau. Schisst. Also wer das S weckt, dann wird der Name sogar passen. Der müsste jetzt tot sein. Machen wir den hässlichen Affen da unten. Oh, Pain hat ja gar nicht mehr so viel Leben. Fällt mir so spontan auf. Ah, Kombo. Wie war denn Kraftstrahl war es, genau. Boah, er hat so viel Leben und er ist so stark und verteilt. Ich glaube, das ist wirklich der beste Charakter überhaupt von den ganzen Stats. Leben, Verteidigung, Angriff. 9 Hechpunkte, Zahn. Pain erreicht nächste Stufe. Das ist schön, da freue ich mich doch. Ich glaube, im letzten Abschnitt habe ich eine Kiste vergessen, aber ist ja auch nicht so schlimm jetzt gerade. Wir haben genug Items. Oh ja, natürlich kommt das hässliche Ding da unten hervor. Genau, mach den Stein tot. Böser Stein. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich wette, da wird uns jetzt irgend so ein Imba-Kampf erwarten, gleich als Boss, ey. Ich habe da irgendwie so ein Gefühl. Und Juki hat gemerkt, dass man mit mir keine Wetten abschließen sollte, weil ich irgendwie fast immer recht habe. Sagen wir in 95% aller Fälle. La 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 la. So. Pedro erreicht nächste Stufe. Das ist schön. Da freue ich mir ein Ei. Was kriegen wir denn? Ein Mesopanzer. Was wahrscheinlich so viel wie... Ups. Mesopanzer heißen wird. Was wahrscheinlich für Pain ist. Höchstwahrscheinlich. Oh, nett. 102. Die haben alle die gleiche... Was? Die Nebelrobe ist besser als der Mesopanzer? Der kann doch... Okay. Na dann, wird schon richtig sein. Okay, Leute, wir machen einen Schnitt und sehen uns gleich wieder. Bis dann.